So, hallo, wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors. Letztes Mal haben wir die Schlacht im Westen angefangen und dabei Revali und Urbosa aus den Titanen befreit, hatten dabei Hilfe von Riju und... hab den anderen Namen vergessen. Der Orni-Typ halt. Teba, glaube ich. Und das sind doch aber die Charaktere, ich bin immer noch am Grübeln und ich sag's jetzt trotzdem. Das sind doch die Charaktere, die auch in Breath of the Wild vorkommen. Und da ist doch Riju genauso alt wie hier. Aber das hier spielt ja 100 Jahre vorher. Wurden die aus der Zukunft von dem Viech hergeholt? Das würde erklären, wieso die so reingeslidet sind. Weil die können ja gar nicht zu dieser Zeit leben. Aber ich, es ergibt für mich noch nicht so richtig viel Sinn. Wir müssen mal gucken, wie sich das entwickelt. Weil dann könnte es doch sein, dass in der anderen Schlacht bei Mipha Sidon mit dazukommt. Und bei Daruk der kleine Gorone. Ich habe den Namen vergessen. Das würde halt Sinn ergeben, weil das waren ja die stellvertretenden Charaktere für die Recken in Breath of the Wild. Na? Das muss so sein. Das muss so sein. Es geht gar nicht andersrum. Dann kommen die aber aus der Zukunft. Aber es ergibt auch wieder keinen Sinn. Egal, wir werden gucken. Jetzt müssen wir jedenfalls erstmal wieder Valmedo steuern. Also dann, längst ist es überfällig, die Macht von Valmedo zu demonstrieren. Oh yeah. Oh yeah. Wie war die Steuerung? Ich habe die Steuerung vergessen. Ja, moin. Ah, so. Was ist mein Ziel? Zerstöre jeden Vorposten. Okay. Na sowas. Woran erkenne ich Vorposten? Sicher. Also dann. Treffe ich so auch? Nee, irgendwie. Ah, da sind ganz viele Vorposten. Ach so, ich kann die Taste gedrückt halten. Ich mash die ganze... Bin ich bescheuert? Ich mash die ganze Zeit diese Taste. Ich kann die einfach gedrückt halten. Ja, moin. Ist ja gut.
Bitte was? Den haben wir doch gerade erledigt. Der ist einfach nur wieder geflohen. Okay, ich verstehe. Ich konnte gerade nichts mehr machen. Ich weiß nicht, was los war. Ja, hi. Weißt du, was ich mit dir mache? Das da. Ja, genau, verzieh dich einfach, so ist in Ordnung. Nö. Holy moly. Eigentlich ist die Map zu Ende, ja moin. ...21 von 44, okay. Meine Energie sieht aber auch nicht so geil aus. Ich treffe das nicht vernünftig. Jetzt. So. Sicher. Okay, das dürfte hier, glaube ich, auf der Reihe alles gewesen sein. Hoffe ich jetzt mal. Wir fliegen mal weiter. Ja, die Zeit ist zur Hälfte, wir haben aber schon über die Hälfte. Nicht schon wieder. Aber wir haben Dings wieder aufgeladen. Wo ist er? Wo ist er? Wieso ist der wieder voll? Das ist frech. Das war die falsche Taste. Hier, das war die richtige Taste. Mach dich weg diesmal. Komm, komm, nein! Komm schon! Der haut wieder ab, oder? Drecksvieh. Ah, jetzt werden die eingezeichnet, die noch fehlen. Das ist ja auch praktisch. So gefällt mir das. Alter, ist einfach ein Inox. Nein, das war die falsche Richtung. F. ...39, 40... ...41. Ja, das war's. Sehr schön. Zack. Eine habe ich hinter mir verpasst. Drehen wir nochmal rum. Jung, es ist nicht mehr viel Zeit, es macht gar nichts, wir haben nur noch das dahin. Nice! Und jetzt nochmal den Windfluch oder was? Natürlich. Ein letztes Mal den Windfluch. Alter, bleib hier! Drecksvieh. So, jetzt.
Ah, ich treffe nicht. So, sehr schön. Das war gut. Hier, guck mal, was ich für dich habe. Hier, ins Gesicht. Jawohl. Und jetzt mach dich weg aus meinen Augen. Bam. Heieiei. Und jetzt macht das gleich wahrscheinlich noch mit Vanaboris. Könnte ich mir vorstellen. Ach so, nö, jetzt ist es vorbei. Also macht man es nur mit einem Titan. Okay, auch in Ordnung. So, jetzt bin ich gespannt. Ha, siehste! Ein Krieger der Orni, der aus der Zukunft kam. Meine Theorie war richtig. Und den Rekrivali sehr bewundert. Wenn es uns ums Fliegen geht, soll ihm niemand das Wasser reichen können. Mein Problem ist nur... Das ist halt, das ist immer das Problem, wenn du Zeitreisen einbaust. Du hast immer Logiklücken. Wenn er aus der Zukunft kommt, muss es ja die Breath of the Wild Zukunft sein. Und in dieser Breath of the Wild Zukunft kann es dieses Ding ja eigentlich gar nicht geben, was den in die Zukunft, was den hierher zurück, ist ja egal. Genau. Und die kam auch aus der Zukunft. Genauso muss es sein. Das heißt aber auch, Sidon muss dann aus der... Also ich gehe halt davon aus, dass es Sidon bei Mipha ist. Und der kleine Gerone bei Daruk. Es gibt, geht gar nicht anders, weil das sind die zwei wichtigen gewesen. So, jetzt... Ja, jetzt genau. Jetzt haben wir natürlich für jeden einzelnen dieser neuen Charaktere... Für jeden einzelnen dieser neuen Charaktere haben wir jetzt natürlich... wieder mehr Missionen, die wir ausfüllen müssen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir alle Crocs haben. Yes! Sehr schön. Okay. Bevor wir uns dann natürlich an die nächste Hauptmission machen, ist ganz klar, werden wir uns erstmal um die ganzen Zusatzsachen jetzt kümmern, wieder, die möglich sind. Ne? Das hier geht jetzt wegen den Leunen. Zack. Machen wir gleich weg. Ja, ja. So ist es. So ist es. Das heißt, jetzt laufen wir erstmal wieder auf der Karte rum. Und schauen, was alles geht. Na? Der ist neu dazugekommen. Da brauche ich jetzt Kürbisse. Die kann ich aber kaufen. Und zwar da. Ja. Ah, perfekt. Da kaufen wir auch gleich einfach alle ein und dann geht es hier nämlich schon weg. Und dann haben wir das gleich erledigt. So mag ich das. Nee, will ich gar nicht, Maronus, will ich gar nicht. Da fehlen uns immer noch zwei Leunen. Das hier geht. Thebaherzen. Ja, jetzt gibt es halt hier auch die ganzen zu leveln. Wie gesagt, es ist, ja. Ich mach's nicht für die Charaktere, ich mach's für die Hauptmissionen. Also für die 100% könnte man auch sagen. Ich muss noch stärker werden. Ja, mach mal. Zack, genau sowas. Nice. Aha. Knusperschnapper. Ah, da wird direkt was Neues aufgetaucht. Okay. Rivali, längerer Kombo-Angriff. Ja, nehmen wir doch gleich mit. Es scheint funktioniert zu haben. Jawohl. So, dann sehe ich, hier ist wieder ist ein Haus. Was fehlt mir denn da? Hinox, zwei Hinox-Urkunden.
Ah, ja. Entfernung aller Siegel erlernt. Weiß nicht, was das macht, aber klingt interessant. Okay, kriege ich die Fische zusammen auf die Schnelle? Ah, hier. Hier, Fischi, Fischi. Wie viel Fischi? Jawohl. Optimal. Optimal, Fischi, Fischi. Und dann können wir das schon machen hier. Zack. Das Beste kommt erst noch. So. Aha. Einfach ein Orni-Gewand freigeschaltet. Auch in Ordnung. Gut, das war der Bereich hier. Da ist eine neue Mission aufgetaucht. Ach ja, natürlich. Riccio kriegt jetzt wahrscheinlich eine Trainingsmission und Teba kriegt auch eine Trainingsmission. Die können wir dann gleich noch angehen in dem Part, würde ich sagen. Eine von beiden. Und hier unten sind natürlich die ganzen Riccio-Missionen. Hauen wir gleich jetzt rein. Höre ich nicht auf. So. Hauen wir hier auch gleich rein. Bin ich stärker geworden? Vielleicht. Und hier. Jetzt höre ich nicht auf. Spezialangriffsleiste plus 1 ist immer das Beste. Und hier, das geht auch noch. Bin ich stärker geworden? Nochmal Herzen plus 1. So. Was ist hier? Entfernung einzelner Siegel erlernt. Dafür brauche ich 2 Leunen. Okay. Hier ist was, das geht gerade. Sehr gut. Ah, weil ich die Octorks jetzt habe. Sehr gut. Ja, alles gut. Nehmen wir mit. Dann. Das ist die andere Mission. Ah, okay, das ist normale Mission. Verregneter Weg, aber kann man spielen. Kann man machen. Demnächst. Das hier ist Riccios Training. Teba. Ach, nee, Riccios Training war da oben, ne? Hier war Tebas Training. Okay, alles klar. Genau. Das sind die zwei. Also die sind auf jeden Fall wichtig. Dann. Das geht noch immer nicht. Die Flügel kriege ich halt auch einfach nirgends her. Außer in Missionen. Kaufen kann ich die noch nicht. Aber die gibt es automatisch hier. Also wenn wir das dann spielen, die auch noch bekommen. Damit kann ich das auch wieder rausnehmen. So. Ah, die anderen Fische. Ja, perfekt. Ab dafür, nehmen wir alle. So. Wunderbar. Einmal hier leveln. Impa Herzen plus 2. Sehr gut. Neue Kraft! So ist es. So. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Ich denke, damit haben wir erstmal wieder alles abgefrühstückt, ne, was aktuell geht. Scheint mir so. Wann ist jetzt die goldene Frage? Ich würde erstmal das hier unten machen. Verregneter Weg. Das scheint einfach eine Zusatzmission zu sein. Es gibt keine Crocs. Das heißt, einfach Augen zu und drauf. Ich kann eh mit Link spielen von da. Halt, stopp. Halt, stopp. Diesmal. Wenn wir vorher leveln. So, Master Schwert. Also, was bringt jetzt aktuell am meisten? Das bringt so viel. Klar, das ist die Glückskelle, aber die will ich, wie gesagt, noch nicht einsetzen. Oh, das Reiseschwert levelt aber auch gut, ne? Schaut euch mal dieses Reiseschwert aktuell an. Das ist dieses 16. Und dann dieses hier, das ist weniger. Interessant. Woran sehe ich denn, dass das mehr levelt? Das ist ja interessant. Die Knochenbockkeule levelt ja richtig böse. Warum denn das? Die ist ja nicht mal... Okay. Oha.
Leunen Großschwert, ja gut. Jo, die Knochenbockkeule ist sick. Jo, die Stachelmobkeule ist auch sick. Diese ne? Hä? Okay, wo ist jetzt der Unterschied? Die ist 20, die ist 31. Aber dass das so viel ausmacht? Na, die anderen Sachen sind komplett irrelevant dagegen. Sieht man das an, ist das, liegt das an diesem Zusatzsymbol da oben? Ja, das muss an dem Symbol liegen. Seht ihr das? Unter dem Wort Stachelmobkeule ist jetzt was, das ist irrelevant. Aber wenn ich hierhin bin, dann blinkt es da. Das heißt, ist es dann besonders gut zum Leveln geeignet, weil das immer bei denen ist, die stark leveln. Ah. Dann muss ich danach gehen. Dann muss ich danach gehen beim Leveln. Kann das sein? Und alles andere kann ich verkaufen. Weil ich könnte ja jetzt praktisch für die 1500 schwaches Zeug leveln und komme kaum voran. Aber, oder ich suche mir Waffen aus, die halt sehr schnell leveln. Oha! Ist das dann, das muss dann ein Symbol sein, was fürs Leveln steht. Oder halt für EP, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall nehmen wir die rein, ist ja sick. Haben wir noch mehr solche Dinger? Hier nicht mehr. Ach ja, dieses Reiseschwert, genau, das war noch so eins. Okay. Ja, dann muss ich jetzt die anderen ja auch nicht extra nehmen dafür. Ja, aber das ergibt dann ja viel mehr Sinn, das Level. Oh, okay. Das ist interessant. Und jetzt habe ich sozusagen alles andere ist kaum levelbar. Also es macht kaum was aus. Außer klar die Glückskeller, aber die will ich wie gesagt behalten. Das Übungsschwert will ich auch behalten. Ah, okay, ich verstehe. Kann ich mir die Waffe mal kurz so einfach anschauen? Achso, jetzt zeigt es mir keine mehr an. Ja, okay, aber... Ah! Da steht ja auch dort was. Es macht Schaden in der Luft plus 7%. Ich muss mal gucken, wenn ich so ein Level-Ding habe. EP beim Kombinieren! Das ist das Symbol. Das ist das Symbol. Darauf muss ich gucken, wenn ich kombinieren will. Wie lange nehme ich dieses Spiel jetzt auf? Oh mein Gott, dass ich das jetzt erst begreife. EP beim Kombinieren. Das ist der Way to go. Und ich habe bestimmt die ganze Zeit die falschen Sachen gelevelt und die richtigen Sachen verkauft. Oh mein Gott. Ich habe es bestimmt verkehrt. Oh, verflucht. Ja, okay. Okay. Fühle ich. Das heißt, da muss ich immer drauf achten in Zukunft, ob ich solche Dinger habe, die gut leveln und dann die einsetzen. Ah. Gut, hier war auch alles voll, ne? Die hat jetzt das Hellseher Kodachi bekommen. Ist das vielleicht krasser? Weil das scheint mir eine seltene Sache zu sein, ne? Was wird jetzt passieren, wenn ich das hier mit dem hier verlevel? Weil das Treu-Kodachi, wenn ihr das... Ne, das Treu-Kodachi ist ein ganz normales Schwert, das gibt es immer wieder. Aber das Hellseher-Kodachi habe ich jetzt nur einmal. Das klingt so wie ihre Waffe einfach. Ich schau mal, ob ich das machen kann. Ich kann das jetzt einsetzen und dann stattdessen...
Das würde die gleich auf Stufe 10 anheben. Ach so, das ist... Ah, das ist aktuell, es ist ja eingesetzt, deswegen geht's nicht. Ich rüste das hier aus. Und dann kann ich das hier nehmen. Okay. Und jetzt suchen wir nur welche aus, wo es oben... Ach so, jetzt... Ah, ich verstehe. Aktuell kann ich ja noch sozusagen das Ding verändern. Das klingt gut. Verkaufswert ist mir eigentlich irrelevant. Angriffsreichweite klingt super. Schaden in der Luft klingt aber auch nicht verkehrt. Und jetzt muss ich sozusagen nur noch schauen, was gut levelt. Ah ja, da habe ich leider gar nichts, was gut levelt. Okay. Dann nehmen wir einfach so noch irgendwelche dazu. Okay. Dann hat Impa jetzt ihre Hauptwaffe. Ich würde es mal so bezeichnen zumindest, ne? Das war sicherlich nicht verkehrt. Aber wenn ich jetzt hier, wie gesagt, weiterleveln will, im Moment ist es irrelevant. Dann lasse ich die Dinger erstmal drin, weil wenn wir eh voll sind, kann ich sie verkaufen und das macht keinen Unterschied, glaube ich. Okay. Zelda. Hast du eine neue Hauptwaffe? Ne, die bleibt bei ihrem antiken Leitpaket, ne? Das gibt es zwar auch mehrmals, aber so eine Hauptwaffe an sich hat sie nicht. Verstärkungsadapter ist allerdings was, was... Ach ne, den gibt es auch öfter. Ja, egal. Wir bleiben beim Leitpaket. Und gucken mal, was wir da verbessern können. Hat die irgendeine EP? Ja, nice. Die hat eine EP-Dings dabei. Dann nehmen wir den auf jeden Fall rein. Okay, die anderen sind nicht so... Nicht so crazy. Na, dann ist auch egal. So, machen wir es so. Okay. Revali. Ja gut, der muss jetzt nicht weiter leveln aktuell. Da ist nichts los. Urbosa. Die hat eigentlich auch schon ihre Waffe. Und die Dinger, die hier sind, die reißen es jetzt nicht raus. Okay. Maronus, so, da geht's jetzt los. Der hat jetzt diese Rassel des Entzückens bekommen. Alle anderen sind ja, wie gesagt, sieht man schon, sind immer wieder vorhanden. Deswegen werden wir das auf jeden Fall als Hauptwaffe verwenden. Ich wollte es nicht sortieren, ich wollte die ausrüsten. Danke. Mal schauen, ob ich irgendwelche finde, die besonders gut leveln. Aha. Okay, die anderen leveln nicht sonderlich gut. Aber dann können wir die einfach so einsetzen. Gut. Machen wir das. So. Dann hat er jetzt auch seine Hauptwaffe. Dann haben wir noch Ryu. Die hat im Moment den Sternenlichtzaumzeug. Es gibt noch Schatzzaum. Okay, das ist, glaube ich, das Hauptding. Das wirkt so wie das Hauptding. Ja, alles andere kommt öfter vor. Dann nehmen wir das hier. So. Und jetzt können wir eh die anderen erstmal reinpacken, weil es ja jetzt hier auch um Zusatzeffekte geht. Ab dafür.
Gut, dann haben wir große Feen. Ja, gut, die haben halt Prunkarmband, Prunkarmband, Prunkarmband und Glanzarmband. Weiß ich nicht, die lasse ich erstmal, wie sie sind. Und den Priester haben wir noch. Armreif der Erleuchtung, Priesterarmreif und Priesterarmreif ist aktuell ausgewählt. Ich meine, ich kann auf jeden Fall den hier hernehmen. Und wir haben es ja bei den anderen gesehen, so selbst wenn es noch eine Hauptwaffe gibt, die dazukommt, kann man die ja neu kombinieren. Also würde ich jetzt sagen, wir nehmen einfach mal... Ja, nehmen einfach die Reihe hier durch und dann ist die Sache auch okay. So, gut. Dann haben wir aber aktuell alles gemacht, was wir hier machen können. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt noch schnell in die Mission mit Link rein. Da wollte ich ja eigentlich ursprünglich rein. Dann ist mir nur eingefallen, ich kann ja auch noch das hier tun. Ne? So, Abflug. So lange wird die schon nicht dauern. Puh. Ey, aber das hätte man... Es ist halt schade, dass ein Spiel sowas einem nicht... Dass man sowas immer von selbst rausfinden muss mit der Zeit. Und hätte ich keine Kommentare, würde es noch viel länger dauern, bis ich sowas rausfinde. Ich finde schade, dass Spiele sowas einem heutzutage einfach nicht mehr erklären. Wie musst du vorgehen, damit du das Spiel möglichst effizient spielen kannst? Finde ich ein bisschen schade. Man muss zum Beispiel die Symbole so, das musst du jetzt selber rauskriegen, was das alles bedeutet. Und wo man das lesen kann, was es bedeutet. Das ist, weiß ich nicht. Aber hey. So, auf geht's. Keine Crocs, habe ich schon nachgeschaut. Einfach durchschlachten. Die gibt dich zum Ziel, jawohl. Wer will mich hier aufhalten? Der da wahrscheinlich. Achso, hier ist das Tor jetzt noch. Was ist das denn für ein riesiger Klotz? Nee, Mann, ich muss den erst besiegen, sonst komme ich da nicht durch, ja? Okay. Sei es drum. Tschüss. Der Durchgang hat sich geöffnet. Er ist einfach weggesprengt. Hat sich einfach weggesprengt, der Durchgang. Okay. Man kennt's. Man besiegt einen Blitzmoblin und ein Durchgang explodiert. Der Moblin verfolgt Link. Soll er machen. Habe ich kein Problem damit, wenn mich ein Moblin verfolgt. Komm nur. Komm nur, mein Freund. So, hier ist sogar schon offen. Dann gehen wir so rum. Moin. Muss ja nur zum Ziel kommen. Ich kann jetzt eigentlich alles ablaufen, ne? Ja, ich kann hier einfach rumlaufen. Nice. Kettenreaktion. Go. Nice. Nicht so nice. Nicht so nice. Und jetzt ist hier wahrscheinlich das Tor wieder zu, ne? Ja, okay. Alles klar. Ach, komm schon, wie viele kommen denn? Aua! Ja.
Bell. Guck mal. Zack. So, nächster Durchgang ist offen. Und da ist auch schon das Ziel. Jupp, alles klar. Wir brauchen aber sowieso Hinoxe. Das ist, kommt mir ganz gelegen. Geht ja jetzt auch nicht mehr auf Zeit, also einfach drauf. Einfach drauf. Schade. Abflug. Aua. Ich wollte den anderen erwischen, ist das dumm? Komm, dann mach dich erstmal weg jetzt, Kollege. Darf ja wohl nicht wahr sein. Ich habe wieder die falsche Taste erwischt. Jetzt aber. Geht doch. So, komm, das war's. Nice. Juhu. Zack. Jawollo. Da, 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 da. So, das war das. Dafür brauchen wir immer noch Flügel. Was war das jetzt hier? Dafür brauche ich zwei Hinox. Jetzt habe ich einen, ne? Ah, nee, Leune war hier. Oben waren die Hinoxe. Ich will das nicht reinnehmen. Hier waren die Hinoxe. Genau, da habe ich jetzt einen. Brauche ich noch einen zweiten. Okay. Wisst ihr was? Wo war denn das? Wir verprügeln ganz schnell den Stahl-Hinox. Dann haben wir die zwei Hinoxe zusammen. Warum nicht? Warum nicht? Machen wir das noch fix und dann hören wir auf. Wie ich es einfach nicht schaffe, die Parts kurz zu machen, ne? Ich sage immer, ich will nicht so viel aufnehmen, dann habe ich ein paar mehr Parts, aber...
Es wird doch immer ein langer Part und dann muss ich immer wieder gucken, dass ich hinterher komme mit meinem... Quatsch. Zack! Au. Na, jetzt werde ich doch noch treffen. Ach, komm, ey. Jetzt aber. Easy. Ich habe schon registriert, dass du da bist, aber ich habe gerade keine Zeit. Oh, lol, er hat sein Auge verloren. Hui! Ach, shit. So. Zack. Einmal noch. Dann abflug. Du. Jetzt auch. Ah, so treffe ich dich. Weiter weg, weiter weg, weiter weg, weiter weg. Ab dafür. Hui. So. Das dürfte dir ja nochmal eine Hinux-Urkunde geben. Jawohl, da ist meine Hinox-Urkunde. Und damit können wir oben jetzt dieses Siegeldings freischalten, was auch immer das ist. Na, hier, Entfernung aller Siegel erlernt. Es muss irgendwas... Tja, das war eine reife Leistung. Siegel von Waffen entfernen.
Die Hylia Schmiedegilde ist nun in der Lage, Siegel von Waffen zu entfernen. Du kannst Waffen nach deinem Geschmack anpassen und ihnen so den letzten Schliff geben. Ah, jetzt verstehe ich das. Das sind diese Siegel, wie was die Waffe kann und so, ne? Ich könnte jetzt hier zum Beispiel hergehen und sagen, Effekte durch das Element Eis reduziert, möchte ich weghaben. Und dann kostet es 600. Warum auch immer ich das wollen würde. Cooler wär's, man könnte Siegel hinzufügen. Dann könnte ich überall EP-Siegel hinzufügen. Das wäre cool. Aber ja, ne? Genau das ist sowas. Und dann kann man auf die Art und Weise wahrscheinlich die Waffen neu zusammenleveln und entsprechend neu zusammenstellen. Okay, ergibt für mich Sinn. Aber jetzt aktuell nichts, was ich machen würde. Könnt ihr mir aber auch gerne in die Kommentare schreiben, ob das was ist, was mir durchaus später hilft. Aktuell sehe ich jetzt nicht so die wahnsinnige Bedeutung darin. Ah, guck mal, hier gibt es wieder Fische. Das kann ich noch machen. Da ist der Fisch. Jo. Da ist der Fisch. Oh nein, den gibt's nur 5-mal. Ich brauche aber 10. Frechheit. Ah, wir haben aber genug. Wir haben genug, wir haben genug, wir haben genug, wir haben genug. Dann hatten wir schon mehrere. Dann hatten wir schon mehr davon. Perfekt. Ich muss noch stärker werden. Jawohl. Sehr gut. Von wem kommt jetzt eigentlich dieses... Was habe ich denn da reingenommen in den Sensor? Ach, dich da. Den Leunen habe ich da reingenommen, kann wieder raus. Das war natürlich Quatsch. Okay. Dann schließen wir an der Stelle ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nächstes Mal die beiden Trainingsmissionen auf jeden Fall von Teba und von Riju. Da, genau. Und dann gucken wir mal, was sich noch so ergibt, bevor wir uns an die nächste Hauptmission stürzen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.